Achtung, Achtung! Bitte zurücktreten! Nicht rauchen! Explosionsgefahr! Hallo und guten Tag zu einem neuen Dr. Camp Video. Falls ihr zufällig auf diesen Kanal gestoßen seid und ihn noch nicht kennt, mein Name ist Thorsten und ich berichte und filme zum Thema Business und Familiencamping. Und so schön es auch hinter mir ist, so laut ist es vor mir, denn da ist die Autobahn. Ich bin nämlich in Schweden, in Jönköping und mache hier gerade eine kurze Rast auf dem Weg von Stockholm nach Göteborg. Ja, von Göteborg aus geht es heute Abend mit der Stena Line nach Kiel. Zurück, muss ich sagen, denn ich befinde mich auf der Rückfahrt von einer 15-tägigen Reise durch Skandinavien, Norwegen, Schweden und auch Finnland. Wenn ihr die letzten Videos noch nicht gesehen habt, wo ich das alles erzähle und zeige, dann verlinke ich nochmal hier oder auch in der Beschreibung unten. Schaut gerne mal rein, dann habt ihr ein bisschen Gefühl dafür, was schon passiert ist in den letzten Wochen. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ich zeige euch mal die Fahrt nach Göteborg, vor allen Dingen aber natürlich auch die Fahrt mit der Stena Line. Dieses Video ist entstanden in Kooperation mit der Stena Line, insofern vielen Dank dafür. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Das Wetter ist wunderbar, es könnte nicht besser sein. Hier ist übrigens Schwedens größter See, nein, zweitgrößter See, genau. 80 Kilometer lang, den Namen neige ich zu vergessen, aber wie gesagt, das kann man noch nachreichen. Also, viel Spaß beim Video, wir sehen uns später, euer Dr. Camp. Ja, 3:45 Uhr, ich bin am Terminal angekommen von Stena Line in Göteborg. Das Schiff ist da, habt ihr gesehen, das ist immer ein gutes Zeichen. Gegen 16 Uhr soll der Check-in beginnen und dann wird es sicherlich noch einen Moment dauern, bis wir auf dem Schiff sind. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches, das kennen wir jetzt aus den letzten Malen auch schon. So, ja, ich freue mich auf die Überfahrt, Wetter ist wie gesagt hervorragend und ich nehme euch mit an Bord und wir fahren zusammen nach Kiel. Ja, da bin ich auf Deck C. Also, fast ganz oben 11 ist das höchste der Gefühle, aber 10 ist auch gut. Schöner Ausblick Richtung, wir hatten das im letzten Video schon, ne? Steuerbord, Backbord auf jeden Fall, Fahrtrichtung rechts. Helft mir doch mal in den Kommentaren. Ist das Backbord, oder? Ja. Jedenfalls, schöne Kabine, klein, aber mein. Ich zeige euch mal die Details. Das Bad ist vor allem wirklich schön groß. Und es gibt eine Duschabtrennwand, keinen Vorhang, da bin ich immer sehr dankbar, weil diese Vorhänge, die haben mich immer so lieb, die fressen mich immer halb auf. Ich zeige euch mal eben die Kabine. Wenn man reinkommt, ist links das Bad und rechts ein Spiegel. Dann folgt die Garderobe und dann der Hauptteil, meine Damen und Herren, kleiner Schreibtisch mit nochmal Spiegel. Und Doppelbett in Stockform, ich brauche nur das untere wie üblich. Kleine Sitzecke nochmal dazu, ganz nett, da stehen meine Säcke. Und ein Fernseher. Und zum allem Überfluss auch noch diese wunderbare Aussicht auf eines der Hafenteile von Göteborg. So, jetzt ist es hier ganz schön warm, jetzt müssen wir die Klimaanlage ans Laufen kriegen und dann gehe ich mal schnell raus, weil das Wetter so wunderbar ist. Jetzt habe ich doch glatt das Bad vergessen und ich muss mich auch korrigieren. Es ist doch ein Duschvorhang, aber die Duschkabine ist deutlich größer als auf der letzten Reise, also sprich mit der anderen Fährgesellschaft, mit der ich gerade von Finnland nach Schweden gefahren bin. So, also hier hat man ein bisschen Bewegungsfreiheit. Das ist auf jeden Fall sehr nett für die nächsten Stunden, wobei ich nicht die meiste Zeit im Bad verbringen wollte. Der traditionelle Abschiedsdrink wird hier auf der Außenbar eingenommen, die gerade voll in der Sonne liegt. Insofern kann ich gar nicht so viel filmen. Aber wir können mal die Helligkeit rausnehmen, dann sieht man auch die schöne Brücke, unter der man immer durchfährt. Das wird gleich der Start der Reise sein, sonst war es immer das Finish. Schaut euch gerne mal die Videos an von 2016 und 2018, die verlinke ich auch nochmal. Da seht ihr die umgekehrte Tour, Kiel-Göteborg.
geht's Richtung Kiel. Hier ist die Brücke. Jetzt geht's los. Ein bisschen bin ich ja enttäuscht. Ne? Zum vierten Mal fahre ich jetzt mit dem Schiff und ich habe die letzten 3 Jahre immer Schöttbullar gegessen. Die gibt es heute nicht. Ein schwedisches Schiff ohne Schöttbullar? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich mich schon drauf gefreut, würde ich sagen. Naja, aber ich habe jetzt mal hier was anderes gewählt. So gibt es halt Hühnerballen mit Salat. Auch okay, aber Schöttbullar wäre mir lieber gewesen. I got time, I got love, that comforts you, rise above. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist 7.45 Uhr. Ich habe echt gut geschlafen für so eine Schiffsübernachtung, die ja meistens eher ein bisschen unruhig ist, weil man das Bett nicht kennt und alles Neues und die Geräusche sind auch unbekannt. Aber ich habe wirklich gut geschlafen, bin ganz angetan. Bis auf die Tatsache, dass um 2:45 der Fernseher von alleine anging. Ich weiß nicht, wer mir da einen Streich spielen wollte, aber dann habe ich ihn halt wieder ausgemacht. Tja, jetzt geht's gleich mal zum Frühstück. Kleinigkeit nur, ich bin nicht so ein großer Frühstückstyp. Und dann schauen wir uns mal die Einfahrt nach Kiel an, in die Kieler Förde. Wenn ich da rausgucke, dann habe ich nur das Gefühl, dass ich euch nicht allzu viel zeigen kann und euch vielleicht eher auf die Videos der letzten Jahre verweisen muss oder auf die Ausfahrt vor 2 Wochen. Das Video ist das vorletzte. Aber wir schauen mal, vielleicht klärt es ein bisschen auf. Jetzt sieht es gerade aus wie milchige Suppe und nicht wirklich schön. Aber das ist halt nicht zu ändern, das ist halt Wetter. So, auf jeden Fall, ihr seid dabei, was immer da draußen so passiert und ich zeige euch das gleich. Das sieht nicht so vielversprechend aus. Erstmal Frühstück. Ja, das Frühstück fällt wie gesagt bescheiden aus. Wir haben etwas Herzhaftes, etwas Süßes und als Wichtigstes natürlich Cappuccino. Damit soll der Tag mal starten. So, Einfahrt in die Kieler Förde. Da ist das Marinedenkmal. Wie gesagt, es ist sehr, sehr wolkig, diesig, keine Sonne in Sicht. Insofern gibt es hier nicht so viel zu sehen. Ich verweise auf die Videos von vor 2 Wochen und von letztem Jahr. Die Verlinkungen setze ich nochmal unten. Und dann seht ihr auch mal, wie das hier richtig schön im Sommer in der Sonne aussieht. Bis gleich. So, das war eine recht anstrengende Fahrt von Kiel, aber ich habe es geschafft. Mal gucken, ob hier zu Hause jemand auf mich wartet. Ob mich schon jemand entdeckt hat? Ich glaube, da hat mich jemand entdeckt. Hallo! Hallo! Hi! Mäuschen! Na? Hallo! Hi! Ja. Na? Gut! Da ist er wieder. Gut gelandet im heimatlichen Bereich hier. Ist da noch jemand da? Da ist noch jemand. Wie heißt das? Wer sind Sie? Was machen Sie mit meinen Kindern? Oh.
Hallo. Hallo. Das ist die Frau Katie, die kennt ihr schon aus anderen Videos bestimmt. So. Weißt du, das ist immer nur das Video. So. Genau, sonst beachte ich meine Frau praktisch gar nicht. Aber nach 2,5 Wochen hat sie sich's verdient. So, ihr Lieben, das war's von diesem Video mit der Stena Line von Göteborg nach Kiel und weiter nach Hause zur Familie nach 15 Tagen. Seid sicher, dass ihr auch die anderen Videos gesehen habt von dieser tollen Skandinavien-Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, gebt dem Video und mir gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal Dr. Camp, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und klickt auch die kleine Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe sagt, euer Dr. Camp. Ciao.